Hallo Freunde des gepflegten Strategiespiels und willkommen zurück zu Battle Isle 1, dem hervorragenden Strategiespiel aus dem Hause Blue Byte aus dem Jahre 1991. Und zwischenzeitlich haben wir uns bis zu der Karte mit dem Codenamen Rusty vorgekämpft. Was sich dahinter verbirgte, das schauen wir uns jetzt an und ich bin tatsächlich gespannt. Ich mach mal die Musik aus. Klick. Wunderbar. Und ein Blick auf die Karte. Ja, quadratisch, praktisch, gut. Ah, ich sehe 3 Depots, 4 Depots auf der Karte. Oh, das habe ich. Ja, sehr schön. Na, nix wie raus. Moment, gleich mal raus hier. Hallo. Mit Main Battle Tanks und einem Flakpanzer. Ja, wunderbar. Hier ist ein Hauptquartier. Das. Firebird. Er hat Hubschrauber. Da hilft nur noch Hubschrauber-Einsatz. Hubschrauber-Einsatz. Ah, hier unten haben wir noch eins. Da ist ein T4 drin und. Hubschrauber. Und hier sehen wir tatsächlich mal die Werte. Das ist tatsächlich Bodenunterstützung. 35 Angriffspunkte gegen See- und gegen Landstreitkräfte und nur 10 Angriffspunkte gegen Luftstreitkräfte. Das heißt, das ist klassischer Schlachtflieger, hätte ich jetzt gesagt. Also klassische Bodenunterstützung. So, hier hat er auch nochmal einen Hubschrauber und eine Einheit. Die Oliver, schaut mal, Fabrik. Die Fabrik einnehmen kann. Die Fabrik, die wird wahrscheinlich produzieren können. Das heißt, ich muss die einnehmen. Ich muss schnell sein. Da. Ich muss ganz schnell sein. Und die Fabrik einnehmen. Und ich muss dahin mit allen Einheiten. Jetzt ist die Frage, ich habe jetzt hier so einen Flarak-Panzer. Macht das Sinn, den hier mitzuschicken oder nicht? Ich schicke den mal mit. So, du bleibst hier. Du beschützt das Hauptquartier. So, fertig. Oje, also was ist meine Intention? Meine Intention ist so erst natürlich auf diese Fabrik gehen. Die muss ich einnehmen. Also das ist dringend und das ist zwingend. Wer die Fabrik hat, der kann Dinge bauen. Jetzt gucke ich mal, habe ich... Ich schaue gerade, ob ich irgendwo hier sehe, ob ich Ressourcennachschub bekomme. Aber anscheinend nicht. Okay, dann nicht. Er ist fertig. So, jetzt rein in den Transporter und runter. Die Panzer werden absichern. Dieses Depot, das werde ich... Ich werde mal reingucken. Da ist noch ein Transporter drin. Nee. Ich werde das tatsächlich mal links liegen lassen, weil ich sonst... Also Moment, ich muss mal hier überlegen. Moment. Ich verliere sonst an Zügen. Ich muss zur Fabrik. Ich muss zur Fabrik. Ich möchte die Fabrik haben. Ganz, ganz dringend und zwingend. Und wenn ich zuerst dieses Depot nehme, verliere ich Züge. Ah, er kommt ja schon angeschissen mit dem Hubschrauber. Verdammt. So, die Panzer müssen irgendwie sich hier vorne hinstellen. Und abwehren. Ich muss hier hin. Dann kann. Beziehungsweise. Wo ist denn der Eingang von der Fabrik? Ist der hier? Oder ist der da? Ja, gute Frage. Da kommt er nämlich schon an mit seiner Dämoneneinheit. Schrecklich! Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ran hier. Ran, 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 ran. So, hier, Dämon raus. Dämon raus, hier hin. So, der Panzer hier, der setzt sich davor. Wunderbar.
Die Flak. Ah, die Flak geht hoch. Eine Faust geht nach Osten. So. Kann ich die Flak noch anziehen? Na, nicht wirklich. Ich setze sie mal hier hin. Wunderbar. Und ich würde mal sagen, hier gehe ich jetzt mal gegen seine Infanterie vor. Sobald die ausgeschaltet ist, ist das Depot hier oben sicher. Weil ein Panzer kann das Depot nicht einnehmen. Warum auch immer, ich weiß nicht, warum die Leute da nicht aussteigen können, aber es kann nur Infanterie. Ja, okay. Ah, die kann nicht sofort feuern. Die muss also auch erstmal warten, bis sie sich aufgebaut hat. Ah, interessant. So, hier auf alle Fälle, ne? Also, klar. Das ist sowas von oberklar. Ich würde tatsächlich mal sagen, ich gehe hier mal langsam zurück. Dieser Panzer wird repariert und der andere, der freut sich, dass er dabei bleiben darf. Also, oh, schaut mal. Scheibenkleister, der kommt nicht rein. Wo ist denn hier der Zugang? Der Zugang müsste dann hier sein. Ja, so ein Ärger. Ja, ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Ich muss jetzt hier hin. Oh je, oh je. Mir wird ganz übel. Also, der Hubschrauber wird natürlich jetzt angeschossen. Und hier mache ich nichts. Da unten mache ich mache nichts. Nein, 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 nein. Ich muss mir die Kräfte da unten einteilen und sparen. Wow. Oh, ich glaube, da kriege ich richtig auf die Fresse. Und jetzt ist natürlich jetzt hier die Frage, will ich jetzt wirklich rein in die Fabrik? Ich glaube, nee. Ich glaube echt nicht. Nein, 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 nein. Ich gehe nicht in die Fabrik. Ich lasse ihm den Vortritt und hoffe, dass er meine Infanterieeinheit in Ruhe lässt. So, hier gehen wir mal hier hin. Der geht dahin. Und ja, der ist kaputt. So, der geht zurück. Oh je, Mine, seine Luftstreitkräfte, die machen mir ja echt. Oh je. Oh je. Ja, genau. Immer drauf. Ich verliere hier massiv. Also ich kämpfe hier erstmal gegen den MBT. Ja, das ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Da habt ihr's. Er geht rein. Zack. Er geht nein, er geht nein. Aber
Jetzt gehe ich rein. Stell mich jetzt hier schön davor, damit auch hier nichts machen kann. Und damit ist das Fabrikgebäude nämlich meins. Hier gehe ich zurück. Das bringt ja nichts. Der repariert, wenn er es noch schafft. Haben die überhaupt Luftverteidigung? Ja, 15. So, und ja, die Flak ist kaputt. Ja, verdammt. Verdammt. Dafür habe ich jetzt die Fabrik. Und eine Einheit von ihm. Hat er noch? Der hat was gebaut. Der hat was gebaut. Oh, Moment, was hat er gebaut? Der hat hier gebaut. Der hat eine. Er hat die Fans gebaut. Na, so ein Depp. Okay, schauen wir mal. Was haben wir denn? Flieger. 18. Das ist natürlich hart. Aber will ich einen Flieger bauen? Beziehungsweise anders gefragt. Oh nein. Nee, was habe ich jetzt gemacht? Nee, ich habe gar nichts gemacht. Oh Gott. So. Also ich kann das alles bauen. Wenn ich jetzt einen Flieger baue, habe ich nur noch zwei Punkte in dieser Fabrik. Und das war's. Ich baue den Flieger. So, jetzt gucken wir mal. Ich mache das mal so. Ich mache das mal so. So, da ist der MBT weg. Und hier kriege ich eins voll auf die Nase. Mann! Also warum das jetzt hier nichts gebracht hat, das weiß ich auch nicht. Was ist denn das für ein Viech hier? Ein Skorpion, hallo? Habe ich jetzt so gegen einen Skorpion abgelost? Das geht doch gar nicht. So, der hier noch raus. Der geht mal schon mal hier hin. Ich muss das andere Depot einnehmen. Und, oh Gott. Da klopft mir ja alles kurz und klein. Also die Hubschrauber sind echt hart. Die sind hart. So, jetzt gucken wir mal. Not enough energy. Okay. Das heißt, die Fabrik ist leer gelutscht. Die bringt nichts mehr. Die Fabrik ist leer. Ich brauche dieses Depot. Da kann ich noch 9. Ja, was habe ich gesagt? Noch 9. Quatsch. Moment. Hier habe ich noch 9 Energie. Das heißt, ich kann hier 3 Einheiten, hier 5 Einheiten und hier oben nochmal 3 machen. Das macht also 3 plus 3 plus 5. Macht 11 Einheiten, kann ich reparieren. Ja. Ich bin jetzt voll auf Risiko gegangen und wollte die Fabrik einnehmen. Ich habe es geschafft. Habe unten alles im Griff. Und muss jetzt mit den Flugzeugen, ah, da ist er ja schon, mit den Flugzeugen jetzt angreifen. Und zwar die Hubschrauber. Als nächstes kommen natürlich raus die Operlande. Ne, einen Moment. Die Air Defense kommt raus. Ja, beziehungsweise, nee, wartet mal. Auch nicht, verdammt. So.
Hahaha. Also den schweren Panzer, der wird repariert. Und jetzt, Leute, jetzt. Alles gegen diesen einen Hubschrauber. Respekt. So, der Transporter mit der Einheit drin, mit der Infanterieeinheit, der macht jetzt das zweite Depot klar hier unten. Und mit meinen verbliebenen Streitkräften, die tatsächlich jetzt ein bisschen angeschlagen sind, fahre ich jetzt nach oben. Also ich würde mal sagen, der zweite Hubschrauber hier, der ist auch klar. Also den kriege ich hin. Kein Problem. So, jetzt hat. Der Panzer kommt raus. Alles gegen den Hubschrauber. Der Hubschrauber muss zerstört werden. Und mit diesem Panzer hier werde ich gegen die Panzerabwehr vorgehen. Die Jäger sind geil. Die Jäger sind toll. Die gefallen mir. So, ich würde mal sagen, wir machen das gleiche Spielchen mit dem nächsten. Und zwar mit diesem Hubschrauber hier. Oh, da wurde, habt ihr gesehen, da wurde repariert. Der ist vollzählig angetreten. Jetzt muss ich irgendwie mit diesen Raketenjägern hier vorbei. Die müssen auf die Straße gehen. Das sind sie ein bisschen schneller, die muss ich reparieren. Der geht hoch, den brauche ich nicht. Und hier gehe ich jetzt hier hin und lade das Viech hier aus, auf dass er mir das Depot erobert. Hervorragend. Ein Vierer, ich mache das so. Okay. Da ballert sich selbst ins Abseits. Okay, meinetwegen. So, und jetzt hier nochmal die Flieger. Einmal den und einmal den. Und die müssen jetzt quasi den. Jawohl. Und der Hubschrauber müsste jetzt auch weg sein. Jawohl, hervorragend. Und ich werde jetzt angegriffen. Oi, 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 ich werde jetzt angegriffen. So, der eine Jäger fährt zurück. Du kommst hier rein. Die Raketenjäger. Ich muss die jetzt hier irgendwie. Ah, ich muss die Ladung bringen. Und die beschädigten Panzer, die muss ich auch zum Hauptquartier bringen, damit die da repariert werden. So. Die Panzer ließ hier oben, die gehen hier wieder rein und werden repariert. Nee, der Jäger greift mal nichts an. Der greift nichts an. Nee, 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 nee. Hier werden wir reparieren. Hier können wir nichts reparieren. Und hier werden wir auch nichts reparieren. Alles gut.
So, dieser Jäger ab. Die Panzer kommen hier auch weg. So, hier kommt alles raus, was hier keine Miete zahlt. Das ist doch hervorragende Verstärkung. Und der Flieger, der geht auch zurück, der wird auch repariert, natürlich. Der Panzer kommt hier rein. Der Panzer kommt wieder raus. Wow, da ist irgendwo ein Hund. Wow. So, haben die hier eine Luftabwehrfähigkeit? Nein, die Infanterieeinheiten sind machtlos gegen Lufteinsätze. Hier, der wird auf alle Fälle repariert, hundertprozentig, und der auch. So, was hat denn der Gegner noch? Der hat hier eine Artillerie. Und er hat da oben einen Panzer, da einen Panzer und noch die Flieger bzw. die Hubschrauber. Da würde ich sagen, es sieht prinzipiell gar nicht mal so schlecht aus. So, der Flieger kommt raus. Und meine Einheiten hier, die sammle ich jetzt hier mal. Oh Gott. Oh, hier habe ich jetzt noch ein paar T4-Panzer. Die fahre ich hoch und den APC, der kommt auch noch raus. So, gut. Ja, verdammt. Also ich habe das hier mit diesen Einheiten, habe ich es echt nicht. Achso, ich bin im Angriffsmodus. Moment, kann ich was angreifen? Nein, kann ich nicht. Aber ich habe alle Einheiten jetzt repariert. Die eine Jagdeinheit, die hier, ich dachte, die hat ein paar Punkte gesammelt, hat sie aber nicht. Die ist also ja, nicht so gut. Aber hier. Moment, hier. Hier habe ich jetzt einen Fünfer. Und hier einen Sechser. Passt mal auf. Ich hätte jetzt gesagt, was weg ist, ist weg. Ich kessel den ein. Auch mit Einheiten, die gar nichts tun können. Aber ich kessel den ein. Die kommen vor. Die kommen raus. So. Und jetzt. Genau so ist es. Der Hubschrauber ist weg. Vernichtet. Und der andere, ah, der hat sich doch nicht wegbewegt. Der ist jetzt dran. Der hat keine Chance. So, hier unten habe ich doch noch eine Einheit, eine Dämoneneinheit, die kommt raus. Hier oben habe ich die Panzer, die rücken vor. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil hier ist eine Artillerie und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Artillerie bekämpfen kann. Aus der Luft gar nicht. Aber ich habe ja diese Raketenschlitten. Ich will es mit denen machen. Die Luftgefahr ist beseitigt. Hervorragend.
Hier habe ich auch noch ein paar Reservepunkte zum Reparieren drin. Das ist ebenfalls hervorragend. Und hätte jetzt fast sogar schon gesagt, auf nach Norden. So, der wird repariert. So, die fahren jetzt ja alle mal nach oben. Die kommen hinterher. Die ebenfalls. Also eine Landstreitmacht, die habe ich. Da ist alles gut. Dieser hier, dieses Fahrzeug fährt hier nach unten und nimmt diese Einheit auf. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wohin will er mit dem Panzer? Ich weiß es nicht. Da weiß es ja auch nicht. So, der Dämon geht raus. Der wird auf alle Fälle das Depot einnehmen. Und alle anderen Viecher fahren vorwärts. Bis auf den. Der wird repariert. Hier. So, diese Panzer, die fahren natürlich vorwärts mit einer unfassbaren Geschwindigkeit. Und ich schau mal. Ich fahre mal mit dem Flieger hier hin. Da wird natürlich nichts ausrichten können, denn ne, keine Ziele. Das heißt, die Flieger können die Artillerie nicht angreifen. Steht ja auch da, ne? Nur 45 Punkte gegen Luftstreitkräfte, alles andere funktioniert nicht. Aber die Einheit an sich kann ja Dinge einkesseln. Und darauf zielt es hinaus. Hinab, hinaus, hinfort, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, ich mache das. Die T4 werden sich um den MBT kümmern. Ach, jetzt habe ich vergessen, den zweiten Raketenschlitten aufzumunitionieren. Na, verdammt. Gut. So. Und jetzt habe ich, jetzt kann ich seine letzten Kampfpanzer umzingeln. Mit allen Einheiten, die ich jetzt hier habe, und zur Strecke bringen. Den stellen wir mal hier hin. Und meine Kampfpanzer fahren hier zum Hauptquartier. Gegen die Artillerie und jetzt. Hier oben auch.
Und damit hat der Feind nur noch eine einzige Einheit. Und zwar seine Artillerie. Alles andere hat er schon verloren. Und ich könnte natürlich jetzt noch hier rausgehen. Ich kann mal zusätzlich versuchen, kann jetzt hier diese Einheit hier hoch. Guckt mal. Ich werde jetzt natürlich mit dieser Infanterie jetzt hier auch noch angreifen. Tja, wer sagt denn, dass Marmelade keine Kraft gibt? Diese Karte hat es natürlich wirklich in sich gehabt. Und zwar ist, glaube ich, also so glaube ich tatsächlich, der Schlüssel die Fabrik. Man muss zuerst zu 100% auf die Fabrik gehen und das Depot links unten erstmal wirklich beiseite lassen. Und sobald man die Fabrik hat, hat man die Fähigkeit, mit den Jägern die feindlichen Hubschrauber zu bekämpfen. Ohne die Jäger funktioniert's. Ach ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, funktioniert sehr schwer, weil die FLAK, also die FLA-Raketenpanzer, beziehungsweise die Kanonenraketenpanzer, ja, ich meine die Kugelblitze, nicht ausreichend sind für die Kampfhubschrauber. Oi, das war jetzt schwierig. Das war jetzt das erste wirklich knackige Level in Battle Isle 1 überhaupt. Hat mir gefallen. Ich habe Einheiten verloren, 3 Stück, wie es scheint, 20 Runden benötigt und ich habe das Keyword für das nächste Level und das heißt Fifth, also das fünfte. Hervorragend. So, rein. 1030 Punkte. Könnte vielleicht besser sein, aber ich bin zufrieden. Und zudem würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet, wenn es denn mal wieder heißt, willkommen zu Blue Bytes einzigartigem Strategiespiel Battle Isle 1. Und bis dahin gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Spaß an allen Dingen, die ihr tut. Bleibt mir gewogen und bis dahin. Ciao.